Okay, Freunde, ich weiß, ich habe einen Community-Post gemacht, in dem ihr abstimmen dürftet, ob ihr, bevor ihr die Competitive Dino Deck-Version bekommt, auch noch die Budget-Version sehen wollt. Und ich kann euch versprechen, dieses gute Stück hier hat mich in den letzten Tagen mehr Nerven gekostet als das Champions League-Finale 2012. Und das sollte einiges aussagen, da ich Bayern-Fan bin. Aber es gibt etwas, was wir ansprechen müssen. Und wir werden jetzt darüber reden, wie erwachsene Männer, die Sammelkartenspiele für Kinder spielen. Bevor das Video losgeht, allerdings ein riesiges Dankeschön an meine allerersten Kanalmitglieder, und zwar Kusa Ackermann, Sirene, Niklas Woody und die planlose Planwirtschaft. Extrem kreativer Name an der Stelle, also da bleibt mir nichts anderes zu sagen. Dank euch wird der Kanal immer professioneller und irgendwann kann ich mir von meinen YouTube-Einnahmen vielleicht sogar ein Playset Forbidden Droplet leisten. Wobei, das kann nicht mal Simon Unger, Alter, was rede ich denn da? Aber jetzt geht's dann erstmal los mit dem Video. Ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gestern hat der offizielle Yu-Gi-Oh! Trading Card Game YouTube-Account ein Video hochgeladen. Beziehungsweise, ich glaube, es war sogar so eine Live-Premiere oder so, ich habe keine Ahnung, also ich war jetzt nicht live dabei. In diesem Video wurden Karten vorgestellt für die in 2 Wochen erscheinende Megatin 2020. Viele von euch dürften wissen, dass die Karte Red Eyes Dark Dragoon, eine Karte, die wahrscheinlich das komplette Format ändern wird, weil sie in jedem einzelnen Deck gespielt werden wird, in dieser Tin enthalten ist. Viele Leute haben sich über die letzten Tage und Wochen gefragt, wird diese Karte jetzt eine Promo sein oder wird sie in den Boostern sein? Das ist ein signifikanter Unterschied von so circa, ich weiß nicht, so 40 bis 80 Euro. Und so wie es aussieht, also zumindest so wie sich dieser Text hier liest, wird diese Megatin nicht mal Promos haben. Es werden nur 3 Megatin Megapacks drin sein. Und aus diesen Packs könnt ihr dann auch die Karte Red Eyes Dark Dragoon ziehen. Und ja, warum sollte man aus dieser Karte auch eine Promo machen? Ich meine, warum? Es macht absolut keinen Sinn. Es ist ja nicht so, dass jeder einzelne Yu-Gi-Oh! Spieler diese Karte brauchen wird und dass diese Karte einfach mal 80 Euro kosten wird oder so. Ist ja nicht so, dass wir in der letzten Zeit schon genug teure Chase-Karten hatten. Jetzt mal for real, wenn es in dieser Tin schon hauptsächlich um Red Eyes Dark Dragoon gehen soll, warum macht man es nicht dann einfach so wie früher, dass man die Karte auf die Tin druckt und dann auch als Promo in die Tin reinpackt? Ich meine, so hat es doch auch 15 Jahre lang funktioniert. Warum muss das jetzt so sein? Mal abgesehen davon, dass es ein absoluter Rückschritt ist, falls es wirklich keine Promos in dieser Tin geben sollte, denn die gibt es seit Anbeginn der Tins. Ich meine, alleine letztes Jahr hatten wir schon ziemlich krasse Promos mit Nibiru und Dark Ruler No More zum Beispiel. Warum dieses Jahr nicht? Aber okay, ich muss sagen, das kann ich sogar noch einigermaßen nachvollziehen, denn Red Eyes Dark Dragoon ist eine Karte, die wie gesagt jeder brauchen wird. Das bedeutet also, wenn man sie ins Booster packt und nicht safe als Promo mit in die Tin packt, dann werden die Leute mehr Tins kaufen, weil sie natürlich an die Karte kommen wollen. Das verstehe ich schon einigermaßen. Ist halt ein ziemlich kluger Schachzug, Konami. Was ich allerdings dann nicht verstehe, ist, warum man ankündigt, dass 3 brandneue Weltpremiere-Karten mit in dieser Tin verbaut werden und dafür sogar extra ein Livestream oder ein Video oder was auch immer auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! YouTube-Kanal hochlädt und dann absolut enttäuscht wird. Also zumindest aus Sicht der Spieler. Ich habe mir die 3 brandneuen Weltpremiere-Karten mal angesehen und ich muss sagen, ich bin nicht wirklich begeistert. All diese Karten haben irgendetwas mit normalen Monstern der Stufe 7 oder höher zu tun. Es bedeutet also, es ist einigermaßen Support für den schwarzen Magier, den weißen Drachen mit eiskaltem Blick und den schwarzen Rotaugendrachen. Hätten wir zum einen die Karte Successor Soul. Ihr könnt ein Effektmonster als Tribut anbieten, ein Monster des Gegners auf den Friedhof senden und dann ein normales Monster von eurer Hand oder eurem Deck beschwören, der Stufe 7 oder höher. Und ihr könnt in dem Zug dann auch nur mit einem Monster angreifen. Also das ist meiner Meinung nach einfach nur die 2020-Version von Magieartige Dimension, nichts weiter. Aber hey, da hätten wir doch die Karte Destined Rivals. Das ist eine Fallenkarte, die ihr nur dann aktivieren könnt, wenn ihr einen weißen Drachen oder einen schwarzen Magier kontrolliert. Und sie negiert die Effekte aller Monster, die der Gegner kontrolliert. Bis zum Ende des Zuges. Also es ist eine Skill Drain, schätze ich, für einen Zug. Wenn ihr einen schwarzen Magier oder einen weißen Drachen kontrolliert. Okay. Dann gibt es aber noch die Karte Strength in Unity. Und falls ihr eine Ritual- oder Fusionsbeschwörung macht und dafür einen schwarzen Magier oder einen weißen Drachen benutzt, dann könnt ihr eine Karte auf dem Feld oder im Friedhof des Gegners verbannen. Und ihr könnt sie auf den Friedhof legen, um ein normales Monster der Stufe 7 oder höher von eurem Friedhof auf die Hand zu nehmen oder ins Deck zu mischen. Es ist also Dark Magic Circle. Nur in
schlecht. Okay, an der Stelle frage ich mich halt einfach nur, warum? Also, erstens, warum macht man so einen Aufstand um Karten, die nicht ansatzweise gut sind? Also ich schätze, sie sind okay in ihren Themendecks, ich weiß es nicht mal wirklich, aber warum macht man so einen Aufstand um diese Karten? Noch viel wichtiger, warum existieren diese Karten überhaupt? Ich meine, ja, wir haben es verstanden. Yugi Muto, Seto Kaiba und Joey Wheeler existieren. Warum denn gab es nicht in den letzten Jahren genug Support für Dark Magician, Blue Eyes und Red Eyes? Ich meine, ich kann es wirklich gar nicht mehr sehen. Ich weiß, Yu-Gi-Oh! Classic, Oldschool, Nostalgie und so weiter, aber muss das denn sein? Warum muss man krampfhaft versuchen, aus Dark Magician, Blue Eyes und Red Eyes spielbare Themendecks zu machen? Warum? Warum muss man versuchen, diese Decks immer wieder zu supporten und die Spieler quasi dazu zwingen, es jedes Jahr, teilweise alle paar Monate, zu ertragen, dass neuer Support für diese Themendecks rauskommt? Ich kann euch sagen, warum. Weil es genug Leute da draußen gibt, die einfach alles fressen, was Konami ihnen vor die Nase setzt, was in irgendeiner Weise dunkler Magier, blauäugiger weißer Drache oder rotäugiger schwarzer Drache im Namen oder im Kartentext hat oder irgendwie Yugi, Joey oder Kaiba auf dem Bild hat. Auf die Gefahr hin, mich bei einigen Leuten in meiner Community unbeliebt zu machen, aber ich kann's einfach nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich bin jetzt seit 15 Jahren oder so in diesem Spiel aktiv, also als Spieler, als Turnierspieler, als Fan, als Anime-Fan, was auch immer. Und ich kann's einfach nicht mehr sehen. Ich kann's einfach nicht mehr sehen. Es macht einen einfach nur noch krank. Ich meine, wir sind an den Punkt gekommen, wo man dafür ausgelacht wird, wenn man Blue Eyes spielt. Also zumindest von erfahreneren Spielern, weil es einfach das Fanboy-Deck schlechthin ist. Wisst ihr, woran ich denke, wenn ich den weißen Drachen mit eiskaltem Blick sehe? Nur 4 Stück auf der ganzen Welt. Seto Kaiba. Hören Sie gut zu, alter Mann. Geben Sie mir den weißen Drachen und Sie bekommen dafür diese ganzen Karten. Ich denke aber ganz sicher nicht an die über 50 Printings, die dieses Ding mittlerweile hatte. Überlegt euch das mal, das ist kein Witz, das ist nicht übertrieben. Dieses Ding wurde einfach über die Jahre über 50 Mal in verschiedenste Sets reingepackt. Ich meine, je öfter man das macht, umso mehr beschädigt es doch quasi das Vermächtnis dieser Karte. Denn es soll doch eine legendäre Karte sein, es soll doch so eine Art Identifikationsfigur in diesem Spiel sein. Also, warum übertreibt man es denn so heftig? Kann man es nicht einfach dabei belassen, dass diese Karte existiert? Und eventuell, ja, Supportkarten bringen, damit die Leute, die es wirklich spielen wollen, es auch spielen können. Aber muss man es den Spielern denn so heftig aufzwingen? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin ein riesiger Fan des Yu-Gi-Oh! Animes und das werde ich auch immer sein. Und wenn ich den Anime schaue und Seto Kaiba seinen weißen Drachen mit dem eiskalten Blick beschwört, dann wird das für mich immer eine besondere Sache sein. Aber diese Karte im Spiel, im Kartenspiel, im realen Kartenspiel, ist schon lange nichts Besonderes mehr. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer noch kaufen. Das gleiche gilt natürlich auch für den schwarzen Magier und den schwarzen Rotaugendrachen, aber ich meine, die sind nicht ganz so hart betroffen wie der weiße Drache. Schauen wir beispielsweise mal auf die Karte Red Eyes Dark Dragoon. Okay, die Karte braucht quasi ein Red Eyes Black Dragon und einen Dark Magician und man fusioniert die zu diesem Ding. Okay, jeder muss also ab jetzt einen Dark Magician und einen Red Eyes Black Dragon zusammen mit einer Red Eyes Fusion im Deck spielen. Okay, aber was bringt einem das? Also, ist es jetzt so krass, also ist es jetzt wirklich so eine krasse Hommage an die Serie, an den Anime, dass man jetzt diese beiden Karten im Deck hat, wenn sie theoretisch einfach nur absolut schlecht sind und einfach nur als Material benutzt werden für ein Monster, was in der Serie nie existiert hat, was einfach nur mega overpowered ist? Hat das noch irgendwas mit Nostalgie oder mit dem Anime zu tun? Ich meine, das ist einfach nur pure Geldmacherei und das, ich meine, das wissen wir auch alle. Warum unterstützen wir das denn noch? Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich feiere diese nostalgischen Charaktere extrem und ich mag auch deren Bossmonster sehr, aber das Ganze hält sich dann auch irgendwann mal in Grenzen. Ich meine, man kann nicht noch mehr daraus holen, man kann sie nicht noch cooler machen, als sie eh schon sind. Und wenn man sie aber immer und immer und immer und immer wieder printet und immer wieder Support dafür printet und immer wieder die Charaktere auf jedes einzelne Produkt platziert, dann wird's irgendwann einfach nur noch nervig. An sich ist es ja auch okay, Support für diese drei Themendecks zu machen, aber warum muss man das denn auf so eine Art und Weise machen, wo Spieler sich wirklich
Hoffnungen machen und gespannt sind, was da vielleicht kommen könnte. Und dann haut man einfach raus, ja, hier ist dann halt nochmal Blue Eyes Support. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir das schon 20 Mal hatten. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie lange dieses Video mittlerweile geht. Und ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung, was ich alles gesagt habe und ob das überhaupt Sinn gemacht hat und in einer logischen Reihenfolge gewesen ist. Aber mir geht's jetzt besser. Ich würde sagen, schreibt mir eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann, wenn das nächste Mal Blue Eyes Support rauskommt. Ist wahrscheinlich schon morgen.